Das letzte Mal hatte ich ihn noch direkt von Burger King. Heute machen wir ihn selber, den Whopper Wrap. Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir den Whopper Wrap nach. Also so ein bisschen in meiner Version, aber meine Version lohnt sich. Und ich zeige, wie sie geht. Heute da hinten, da unten bei mir am Grill. Ist ja hier Flame Grilled. Für unseren Whopper Wrap in der Marco-Version brauchen wir natürlich Burger. Rindfleisch, so 125 Gramm pro Patty. Ich habe mal 4 vorbereitet. Ich mache ein paar mehr, ne? Gibt gleich Mittag. Wir brauchen hier natürlich Wraps. Ich stehe übrigens auf diese Original-Mais-Wraps. Ihr könnt aber auch Weizen-Wraps nehmen. Das ist egal. Wir haben hier vorbereitet, und da mache ich es ein bisschen anders als das Original, geschnittenen Salat. Ganz normaler Kopfsalat, möglichst feine Streifen. Gurken in kleine Stücke, und zwar keine Gewürzgurken. Auch hier unterscheidet sich mein Rezept. Tomaten, Zwiebeln, alles schön klein gewürfelt. Wir haben hier eine kleine Kumme, ganz wichtig. Ketchup, Mayo, Joghurt, ein bisschen Salz und Pfeffer für den Burger. Und aus diesem Kram machen wir das Ganze. Auf geht's. Was? Da ist ja gar kein Käse bei. Ja, das hat einen ganz bestimmten Grund. Es ist ja ein Wrap, das soll leicht sein. Nee, Quatsch. Ich habe einfach vergessen, Käse zu kaufen. Ihr könnt euch aber auch Käse auf den Burger legen. Ja? Aber auch ohne Käse ein Hochgenuss. Obwohl meine Ausrede mit dem leicht und fein. Na, ihr wisst Bescheid. Also, Käse fehlt oder auch nicht. Was ich auch etwas anders mache, ist die Soße. Die mischen wir uns nämlich schon komplett zusammen. Guck mal, da rasten sogar die Hunde aus. Ich habe hier ganz normalen Joghurt. Ja, das sind, fällt hier raus, 150 Gramm. Ja, macht schon schön fresh. Sommermäßig schön fresh. Dann Mayo. 2 Esslöffel. So, dann haben wir wirklich eine ganz leichte Basis. Also ja gut, richtig leicht auch nicht. Aber längst nicht so schwer, als wäre es nur Mayonnaise. Und upsala, der kam vorzeitig, der Ketchup. So, ein Spritzer. Und jetzt schön vermischen. Das ist so eine Schmalspur-Light-Cocktailsoße. Aber genau so will ich sie auch haben. Die kriegt jetzt noch ein ganz bisschen Salz, ein ganz bisschen Pfeffer. Verrühren und kurz zur Seite stellen. Hier der Salat, im wahrsten Sinne des Wortes nur der Kopfsalat. Das war so ein halber Kopf etwa. Ordentlich was an Tomaten rein, nämlich 2. Ups. Ja, eine gute Viertelgurke von so einer typischen Gurkenlänge. So, aber ist auch alles so ein bisschen euch selbst überlassen, ne? Zwiebeln. Natürlich nur, wer Zwiebeln mag. Mit unserem Soßenlöffel hier schon mal kurz durchmengen. Und jetzt so viel Soße reingeben, wie der Salat vertragen kann. Warum machen wir das jetzt alles schon fertig? Ganz einfach, weil es sich auf dem Wrap nachher so einfacher mischen lässt. Viel, viel einfacher, als wenn ihr das alles einzeln auftragt. So, das reicht schon. Rest der Soße kommt im Kühlschrank. Ja, Salat ist fertig. Hui, schattig heute, ne? Im Hintergrund ist nämlich die Sonne. Irgendwo da. Huhuhu. Und mit den Burgern geht's jetzt ab an den Grill. Der steht da hinter mir. Da, da, so da. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist mein Grill an. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt. Es qualmt ein bisschen. Und übrigens hier alles neu. Edelstahl, ne? Vielen lieben Dank an die Firma Grillrost. Hat meinen LE3 mal schön ausgestattet hier, neu. Verlinke ich übrigens für alle, die ihren Gasgrill mal neu mit Edelstahlteilen ausrüsten möchten. Und jetzt Burger drauf. Für euch grill ich mal in der Mitte, dann seht ihr mehr. Normalerweise ist das hier hinten so mehr meine Grillecke. So, war ja noch ganz schön weit weg, ne? Hier sind sie noch mal. Und das hier übrigens nochmal, hier, Edelstahl, alles. Habe ich das schon gesagt? Firma Grillrost, habe ich das schon gesagt? Übrigens unbezahlte Werbung, rein aus Überzeugung. Nach 3 Minuten wenden. Ja, sehr gut. Und die gleiche Zeit nochmal. Boah, Flame.
Das mal Flame Grilled, oder? Da muss man schon aufpassen jetzt. Wenn euch sowas passiert, kurz mal zur Seite nehmen hier. Von den Flammen weg. Und jetzt nicht mit Bier löschen, erst recht nicht beim Gasgrill. Denn wie ihr seht, das beruhigt sich dann auch irgendwann wieder. Ah, guck mal hier. Schön. Schön schattig. So, meine Burger sind jetzt fertig. Die werden jetzt auch gesalzen und gepfeffert. Alles so ein bisschen gleichzeitig hier. Zack. Bam. Runter damit. Hier. Oh. Und ab zum Wrap machen. Hier kommt mein Wrap geflogen. Und wie ihr seht, ich habe es kurz auf den Grill gelegt, damit es schön weich ist zum Formen jetzt. Und zwar unsere Salatmischung jetzt hier schön in die Mitte rein. Und deswegen vorbereitet. Alles schön voll mit Soße, mit Salat, mit Zwiebeln, mit Gurken, mit Tomaten. Mega! Außerdem eine halbierte Burger-Frikadelle, hätte ich fast gesagt. Ein halbiertes Patty, noch ein halbiertes Patty. Und ja, und jetzt ein Wrap klappen, ne? Einmal hier unten zumachen, einmal rollen und hier, komm, ein bisschen Salat reinquetschen und zurollen. Und fertig hat man einen unten geschlossenen und oben offenen Whopper Wrap. Mahlzeit! Hier, da ist es. Könnt ihr reingucken. Mein Whopper Wrap in meiner Version. Ohne Käse, Salat ein bisschen verändert, aber ihr könnt es ja so anpassen, wie ihr möchtet. Und übrigens, das gleiche Ding als Bratwurst-Wrap, der Oberknaller. Ja, wenn ihr mal Bratwurst ganz anders essen wollt, schön das gleiche mit dem Salat, mit dem Wrap machen, eine Bratwurst längs reinlegen, einrollen. Mega! Und jetzt probieren. Da freue ich mich richtig drauf. Und jetzt ruft jemand an. Kleinen Moment mal. Ach, es ist übrigens brutal warm. Also erst am Grill, jetzt hier in der Sonne, in der Mittagssonne. Aber hier, das Ergebnis, das hat sich so richtig gelohnt. Erst Telefon, dann der Hund. Oh, lecker. Ich esse mal eben auf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Whopper-Wrap-Video vom Grill. Wenn ja, dann lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar in den Kommentarleisten und ein Abo auf, jetzt ist er aufgegessen, Ehren-Whopper-Wrap-Basis. Whopper-Wrap-Ehrenbasis, so heißt es. Tschüss, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.